Das sind alles eure Fragen. Wo ist der Linkshänder-Squad? Aber mich würde wirklich mal interessieren, von den 3%, warum wollt ihr nur noch lügen können? Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Ja, heute gibt es ein Testvideo. Wie ihr seht, sind wir umgezogen. Das hier ist die erste Variante von meinem Set. Ich habe ein paar coole persönliche Sachen in diesem fancy Schrank. Mein 100.000 Abo-Button, ein cutes Costery-Bild, ein bisschen Yaoi-Shit, Kissens Plüschmond, Panam. Und eine Pflanze, die man laut der Verkäuferin höchstwahrscheinlich nicht töten kann. Und da ich jetzt in diesem Moment noch nicht weiß, wie das Endmaterial aussehen wird, habe ich mir gedacht, ich suche mir ein leichtes, aber richtig lustiges Videothema. Ich habe auf diesem Kanal ja schon 2-3 Mal entweder oder gespielt. Heute machen wir das nochmal, aber ich habe mir etwas Besonderes ausgedacht. Nämlich habe ich euch die entweder oder Fragen auf Instagram in meiner Story gestellt. Das macht immer mega viel Spaß und ich habe das Gefühl, den Leuten gefällt das auch. Wenn du das nächste Mal auch dabei sein willst, dann folgt mir doch auf Instagram. Die entweder oder Fragen kamen von euch. Ich werde sie jetzt beantworten und dann schauen wir noch, wie ihr abgestimmt habt. Vanille oder Kinky? Ich meine, Vanilla kann auch mal eine nice, entspannte Abwechslung sein, aber so unterm Strich würde ich sagen, bin ich schon eher der King-Typ. Okay, dann schauen wir mal, wie ihr abgestimmt habt. Oh, okay. 57% haben gesagt Vanilla und 43% Kinky. Ja, ich war mir zuerst nicht ganz sicher, wie ich das bildlich darstellen soll, ohne dass es gesperrt wird, aber ich fand diese Smileys ganz passend. Der King-Smiley ist auf jeden Fall eindeutig. Gurke oder Tomate? Ja, das ist eine schwierige Frage, da ich sehr gerne Gemüse esse. Ich habe deswegen mal jeweils ein Exemplar mitgebracht und werde da jetzt mal reinbeißen. Lecker. Und die Antwort ist. Ich muss es ausnutzen, dass es hier noch so halb, weil das einem so eine gewisse Dramatik verleiht. Tomate. Was? Mehr Leute haben für Gurke gestimmt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass ich viele Schwule in meiner Community habe und sie die Gurke vielleicht zwecken. Zu Hause chillen oder Party? Ich gehe gern raus, aber ich gehe ungern in Clubs. Ja, deswegen, ich sag trotzdem Party. Weil ich finde, auf den Bildern sieht es so aus, als wäre zu Hause chillen, man ist alleine, man, keine Ahnung, chillt am Laptop oder guckt irgendwie Netflix oder sowas. Und unten eben, man ist mit Leuten unterwegs, deswegen würde ich sagen, Party. Ich vermute mal, dass es bei den meisten von euch aber andersrum ist. Ich glaube, viele von euch sind eher solche, ich chill zu Hause. Ich habe ein gutes Gespür. Also 82% haben gesagt, eher zu Hause chillen. Ander aus Elite oder Omar? Oh, ich sehe schon, wie Nico wieder ausrastet, weil ich sage. Mein oberflächliches Ich sagt Ander, weil ich gerade während ich Elite geschaut habe, richtig einen Crush auf ihn hatte. Aber character-wise, nachdem er sich geoutet hatte, würde ich auf jeden Fall mehr mit Omar klarkommen. Aber da die meisten von euch sicher nach dem Aussehen gehen, hat bestimmt Ander gewonnen. Natürlich, mit 74%. I'm not surprised. Berge oder Meer? Okay, jeder, der diesen Kanal schon ein bisschen kennt, wird die Antwort wissen. Natürlich Meer. Und viele von euch stimmen mir zu. Also 70% haben gesagt Meer, 30% Berge. Kulli oder Füller? Ich hab mir, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, hab ich jetzt vergessen. Naja, ich hab mir gerade vor ein paar Wochen einen Füller gekauft, weil ich Schreiben mit einem Füller so cool finde und das so viel Spaß macht. Ja, definitiv Füller. Einzige Sache, wo ist der Linkshänder-Squad? Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Ganzen Aufsatz fertig geschrieben, immer mit der linken Hand richtig drüber gewischt, alles verschmiert. Aber trotzdem, einfach das Gefühl, mit der Feder zu schreiben, ist so nice. Safe Füller. Oh, okay, bei euch haben tatsächlich mehr Leute gesagt, Kulli. Twitter und Instagram. Instagram. Twitter? Aber Real Talk, also ich hatte das letztens auch auf Twitter geschrieben, dass YouTube nach all den Jahren immer noch meine Favorite-Plattform ist, weil ich einfach finde, dass das der einzige Ort ist, wo man sich so, also wo du so alles finden kannst. Du kannst, du kannst richtig lustigen Trash finden, du kannst super aufwendige Projekte finden. Im Vergleich zu TikTok zum Beispiel, wo du einfach immer nur diese paar, ich habe das Gefühl, ich weiß nichts über TikToker. Es gibt natürlich einige, die machen auch so Original Real Sound, wo sie einfach labern, aber bei den meisten ist es ja wirklich so, sie sprechen irgendwelche Sachen nach oder tanzen, aber ich habe das Gefühl, I don't know anything about you. Und das finde ich auf YouTube eben ganz anders. Da hat man voll die Möglichkeit, Leute auch so kennenzulernen. Deswegen, ja, ist das noch immer meine Favorite-Plattform. Schreibt doch mal eure Favorite-Plattform in die Kommentare, das würde mich interessieren. Oder es würde mich wirklich interessieren, weil ich mich schon gefragt habe, wird YouTube bald sterben? Is it gonna be over soon? Muss ich dann was anderes machen als YouTube? Aber eigentlich will ich nicht, weil ich YouTube liebe. We'll see.
London oder Berlin? Sehr, sehr schwer. Ich liebe London, obviously, weil ich da gelebt habe. Aber tatsächlich finde ich, du kannst einfach den Lebensstandard dort nicht mit dem Lebensstandard hier vergleichen. Das Angebot in London natürlich, was Musicals angeht, ist super geil. Aber richtig, richtig viele Sachen kann man auch in Berlin machen. Deswegen würde ich wahrscheinlich für Berlin entscheiden. 71% London und 29% Berlin. Okay, jetzt frage ich mich aber, woran liegt das? Liegt das an eurer Idee, die ihr von London habt, dass ihr davon gehört habt? Habt ihr schon mal dort gelebt? Kennt ihr Berlin? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß, es ist natürlich auch eine schwierige Frage. Es war ja was auch eher an mich gerichtet war und ich habe es einfach an alle weitergeleitet. Aber ja, wonach habt ihr das entschieden? Das würde mich mal interessieren. Hamilton oder Dear Evan Hansen? Hamilton. All the way. Hamilton. 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 73% sagen Hamilton. Echte Freunde haben, aber schwierige Zeiten durchleben oder eine tolle Zeit haben, aber nur flüchtige Bekannte. Ich nähre einfach so sehr von echten Freundschaften und ich glaube, wenn ich die nicht hätte, hätte ich automatisch eine schlechte Zeit. Und mit echten Freunden sind schwere Zeiten noch besser zu überstehen, deswegen würde ich mich für das Erste entscheiden. Ja, auch oben. 93% sogar, okay krass. Herz oder Verstand? Both is very important, aber ich bin eher der herzgetriebene Typ. 45% Verstand, 55% Herz. Anime oder Manga? Ich save immer Anime, weil wenn ich einen Manga lese, dann kann ich es halt nur sehen. Aber wenn ich ein Anime habe, dann kriege ich halt viel mehr Eindrücke so. Also es bewegt sich, ich habe die Stimmen, die Musik dazu, also all dieses, finde ich einfach viel cooler. Und ich bin auch sehr lesefaul, deswegen Anime. Ich könnte mir bei euch auch vorstellen, dass viele eher Manga-Leser sind, weil ich glaube, ich habe viele in der Community, die gerne lesen. Okay, ich lag falsch. Also 75% haben gesagt Anime und nur 25% Manga. Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone? Okay, ich habe jetzt gerade das Ergebnis schon gesehen. Für mich Zitronen-Eistee all the way. Ich habe mir schon gedacht, dass das sicher wieder ein Streit lostreten wird. Und eine Freundin hat mir sogar geschrieben, bah, wer entscheidet sich denn für Zitrone? Und ich nur so, ich. Tatsächlich haben nur 35% gesagt Zitrone und 65% Pfirsich. Anna oder Elsa? Ich finde Elsa sehr spannend und ich liebe Idina Menzel, wenn sie sie singt. Aber charakterähnlicher ist mir auf jeden Fall Anna. Deswegen würde ich sagen, befreundet wäre ich lieber mit... Wobei Anna ist auch schon ganz schön schusselig und Elsa hat keinen Zauber, das ist schon auch echt cool. Obwohl ich werde irgendwie Anna entscheide ich mal für Elsa. Und 65% haben auch für Elsa gestimmt, okay. Oh, arme Anna. Luca oder Adrian aus Miraculous Ladybug? Ich liebe den Style von Luca, aber keine Ahnung, ich schippe wirklich schon Adrian und Marinette. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass so... Weil Luca eben ein bisschen edgier ist, dass mehr von euch sagen Luca. Nein, auch 66% Team Adrian. Also Team Basic Bitches sind wir alle. Jede Lüge erkennen oder nur noch lügen können? Hä? Aber wenn ich nur noch lügen kann, das ist doch mega dumm. Und jede Lüge zu erkennen, kann glaube ich manchmal schmerzhaft sein, aber auch irgendwie nice, weil ich finde es, ich hasse es, angelogen zu werden. Okay, 97% haben gesagt, jede Lüge erkennen. 3% haben gesagt, nur noch lügen. Okay, aber das ist wieder so spannend. Also mich würde wirklich mal interessieren, von den 3%, warum wollt ihr nur noch lügen können? Weite oder enge Boxershorts? Always. This. Ich finde, das sieht einfach so viel geiler aus. 63% von euch haben gesagt, eng, 37 weit. Aber als Teenager habe ich auch eher Weite getragen. Know Your Bro oder Gay Memes? Ich liebe Know Your Bro und Gay Memes, aber ich habe das Gefühl, Gay Memes ist ein bisschen zeitgemäßer und gibt mir halt die Möglichkeit, zu vielen Themen was zu sagen. Ne? Also zum Beispiel das letzte Video, wer es noch nicht gesehen hat, da ging es ja um homophobe Memes und das war eben eine super Möglichkeit, um auch mal so ein ernsteres Thema anzusprechen, das aber trotzdem in einem sonst eher heiteren Format zu verpacken. Interesting, also 70% haben gesagt, sie finden Know Your Bro besser, aber die Views sagen wirklich was anderes. Deko oder Katzki? Also ich liebe Katzkis Design. Wenn ich mich entscheiden müsste, mit wem der beiden ich ins Bett gehe, save Katzki. Aber vom Charakter her bin ich halt viel, viel mehr wie Deko. Ich bin nicht so analytisch, aber so dieser... Er hat ja auch eher so einen weichen Kern und das passt mehr zu mir als dieses... dieses Agro-Gehabe. Und, sehr ausgeglichen. Also 49% haben gesagt Deko und 51% Katzki. Alkohol oder alkoholfrei? Ich hatte Spaß, als ich noch jünger war, damit rumzuexperimentieren, aber heute trinke ich wirklich
ziemlich wenig. Ja. Ich habe mir damals mal ein alter Ego ausgedacht, mit dem ich versucht habe abzuschätzen, wie schlimm ich am Tag vorher drauf war. Ich war immer so, war ich gestern Chris? Und wenn die Antwort ja war, dann schlecht. Dann erstmal Leute anrufen und sich entschuldigen. 59% von euch haben gesagt alkoholfrei und 41% Alkohol. Oh mein Gott. Das sind alles eure Fragen. Also, Porn schauen oder die eigene Fantasie benutzen? Ich würde eher sagen Porn schauen, weil es einfach so viel zu sehen gibt und ich das sexy finde. Aber manchmal, wenn du nicht das findest, was du gerade im Kopf hast, was dich anturnt, dann funktioniert das hier oben auch. 51% von euch haben gesagt Porn schauen und 49% Fantasie. Ist wirklich interesting, weil bei vielen Sachen ist es sehr ausgeglichen. Nur noch Serien auf Deutsch oder auf Englisch? Well, ich konsumiere gerne Sachen auf Englisch, aber ich liebe die deutsche Synchro-Szene, deswegen würde ich mich für Deutsch entscheiden. Ich glaube, meine Community ist so, oh, very international, everything in English. Ich würde mal vermuten, mehr von euch haben Englisch genommen. Oh, aber nur 53%. Ich dachte, es wird mehr so 70-30. Aha. Cody Christian oder Dylan O'Brien? Die Frage war eigentlich, wer von den beiden sieht besser aus. Also es gab mal eine Phase, wo ich Dylan O'Brien mega heiß fand, aber... Ja, aber ich finde, also rein optisch finde ich schon Cody Christian attraktiver. Der ist halt ein bisschen more pumped und es gibt von ihm echt ein paar sexy Videos im Internet, aber... Das war's! Ja, Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das cool oder nicht so cool fandet. Mir macht es irgendwie mal Spaß, so Formate nochmal zu überdenken und mir zu überlegen, wie es vielleicht nochmal ein bisschen spannender machen könnte. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!